presents Marvel Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video. Und wir sind angelangt bei meinem ersten Versus Game. Und zwar werden wir hier zwei Arcade Runs machen. Und zwar einmal mit meinem ersten Team erstmal, weil das ist nämlich ein Tag Team Fighter, und zwar 1996, da ist ziemlich alles passiert und ja, großer X-Men Fan, Street Fighter ist sowieso allgegenwärtig und ja, dann kannst du sowas machen. Das war absolut, ja, unfassbar geil. Das Ding ist, ich kannte diese Version von Cammy gar nicht, weil ja, Street Fighter Alpha 2 Dash bzw. Gold kam ich auch nicht dazu. Beziehungsweise dachte ich so, warum ist Cammy hier so ganz krass drauf, ey? Terminated! Ja, richtig krass. So, Cammy gegen Bison. Wollen wir mal gucken, was wir hier abziehen. Hey! Was ist hier los? Hallo? Warum muss ich dich jagen? Mit seiner eigenen Power besiegt. Ah ja, stimmt, ich kann ja ihr mit ihrem, wie heißt das, mit ihrem Taunt, ihr Herz, macht ja auch Schaden. Gambit und Ken. Auch not bad. Ah, wollen wir mal Karten werfen, oder? Hey! Weg ist er! Wie kann das in der Luft, ja? Sie sagt irgendwas anderes? Ich verstehe immer noch Silent Hill. Es ist eigentlich, weiß nicht, Cannon Spike? Oder Spider Arrow? Aber sie nennt es, glaube ich, noch anders. Ah, Charlie und Storm, interessant. Ready.
Bam, 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 bam! Good night, Sugar! So! Naja. Thomas holt. Good night, Sugar. Ja, sehr schön auch animiert. Das ist übrigens, also man merkt das bei manchen Charakteren, die zum allerersten Mal in Capcom Fighter sind, die haben nur ein Special. Gewisse Charaktere, die schon länger bei Capcom in Fighting Games unterwegs sind, haben mehr, zwei Specials hier. Daher. So. Yo, Yoga! Das ist krass, Alter. Bin besser als du, ey. Cammy! Da ist Scheiße! Big Drive Smasher! Yeah! Terminated, Alter. Eliminiert, ey. Völlig, völlig Ballerballer, Mann. Naja, aber sie ist noch einer bei den Puppets. Bei den Dolls, genau. Dolls. Cool. Hadouken. Hallo, Rocket! Kann ich auch. Weg mit dir. Wer ist der nächste? Cyclops! Dann wollen wir mal. Kann ich auch. Boah. So, mit seinem eigenen Fähigkeiten besiegt. So, so. Ja, Rogue ist schon mega cool. Die wird aber auch... Oh! Die Chance! Die Chance mit Shogoku no Satsuki zu besiegen. Weil das Einzige, was du von Akuma bekommst, ist... Okay. Oh, das wird schwer. Hm.
Ah, du bist viel zu weit weg. Komm schon. Okay, jetzt. Komm schon. Habe ich das nicht? Naja. Ich hab's versucht. Ah, schwierig. Oh, cool. Raus, geh Klamotten, okay. Easy win. Apocalypse. Na denn. Ja, hier beginnt's mit den ganz großen. Hey! Kemi! Ja, Kemi ist auch hier. Mega extrem. No Challengers. Ach so. Mit wem ich das Match auch beende? Someone appears from out of nowhere. Ja, den Ninja-Clan, wo Psylocke, glaube ich, drin ist. Ja, Psylocke.
Und? Ja. Gelder Red. Ja, jetzt versucht sie die ganzen Dolls zu befreien. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit den Acrantuan, Cammy und Rogue. Ja, ich muss sagen, persönlich, ja, X-Men vs. Street Fighter, ja, cooles Game. Auch wenn ich nicht alle Charaktere spiele. Dann kommt noch ein weiteres Team. Und das wird Wolverine und Ken sein. Natürlich. Naja, und mehr hätte ich nicht zu bieten, aber shit. Ich hätte tatsächlich es schaffen können. Nur, die waren halt nicht in der Nähe. Das ist das Problem bei Shogunosatz, dass man das nicht so hinbekommt. Aber was soll man machen? Thanks for playing, presented by Capcom. Tja, dass Capcom sowas möglich gemacht hat, das crazy. Game over. Ja, meine Damen und Herren, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Marvel vs. Capcom bzw. Fighting Stage Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die K, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, noch einmal X-Men vs. Street Fighter mit dem Arcade Run von von Wolverine und Ken. Bye bye!